Ich erzähle euch die Story, wie es wirklich war, von einem jungen Mann. Er wurde tagtäglich nur gemobbt und das alles ohne einen einzigen Stopp. Er wurde auf dem Nachhauseweg geboxt, verspottet und ausgelacht. Er hatte nur noch Angst und er hatte Albträume in der Nacht. Keine Freunde waren für ihn da, weil er einfach anders war. Seine Eltern bekamen von dem nichts mit, was für ein tiefer Einschnitt. Seine Psyche brach ein und mit der Angst allein ging er mit schweißnasser Stirn in die Schule hinein. Im Hinterkopf wusste er immer, dass er anders war, doch das spürte er jeden einzelnen Tag. Er wurde ausgelacht, gemobbt und gepeinigt. Suizid, der letzte Ausweg aus dieser tristen Welt. Sein Leben entstellt, Hass, Leid und diese Einsamkeit ist alles, was ihm noch bleibt. Suizid, der letzte Ausweg aus dieser tristen Welt. Sein Leben entstellt, Hass, Leid und diese Einsamkeit ist alles, was ihm noch bleibt. Seine Nerven lagen blank und der Gedanke nach Frieden und Freiheit ließ nicht nach. Er hatte keinen ruhigen Tag, das Leid nahm bei ihm die Überhand. Seine Psyche ausgebrannt, in Leid verklunken war sein Verstand. Er sah keinen Sinn mehr für sein Leben, alles kaputt, alles versumpft im Elend. Suizid, der letzte Ausweg aus dieser tristen Welt. Sein Leben entstellt, Hass, Leid und diese Einsamkeit ist alles, was ihm noch bleibt. Suizid, der letzte Ausweg aus dieser tristen Welt. Sein Leben entstellt, Hass, Leid und diese Einsamkeit ist alles, was ihm noch bleibt. Suizid, der letzte Ausweg aus dieser tristen Welt. Sein Leben entstellt, Hass, Leid und diese Einsamkeit ist alles, was ihm noch bleibt. Suizid, der letzte Ausweg aus dieser tristen Welt. Sein Leben entstellt, Hass, Leid und diese Einsamkeit ist alles, was ihm noch bleibt. Suizid, der letzte Ausweg aus dieser tristen Welt. Sein Leben entstellt, Hass, Leid und diese Einsamkeit ist alles, was ihm noch bleibt. Suizid, der letzte Ausweg aus dieser tristen Welt. Sein Leben entstellt, Hass, Leid und diese Einsamkeit ist alles, was ihm noch bleibt.